Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BMT Drive. Und wie ihr seht, haben wir heute wieder den MAN TGS Euro 6. Und ich habe mal die ganzen fancy Sachen ausgefahren, den ganzen Kran und so weiter. Ich habe mich mal geschaut, wie wir das Ganze machen können, wie das funktioniert. Ich weiß, jemand die Scheibe eingeschlagen. Ich dachte mir, ich zeige euch mal, wie das Ganze funktioniert, erkläre das mal ein bisschen. Und als Beispiel, wir können nämlich da, haben wir eine kleine Kiste. Wenn wir mal schauen, wie ihr seht, können wir da, Performance, okay, machen wir mal Kühlung an. Müssen wir an der richtigen Stelle, da haben wir so, seht ihr, das können wir hochheben. So, das wollen wir machen. Also, wir reloaden mal den Truck. So, und das ist jetzt die komplette Standardvariante, so spawnt er. Ja? Wir haben jetzt eine gespawnt. Und ihr seht, wir können zum Beispiel können wir das machen, also ich gehe mal durch die kleinen ganzen Funktionen durch, das ist ein kleines Tutorial heute hier. So, wir können mit K können wir die Seiten aufmachen. So, da seht ihr, die Seiten gehen auf, aber darum geht es gerade nicht. So, wir wollen erstmal ich weiß nicht, gehen die jetzt mal, ja, keine Ahnung, wir machen den mal hoch, warum nicht, mit G können wir ihn hoch machen. Und das erste, was wir machen wollen, ist natürlich unsere Support Legs ausfahren. Das heißt, wir drücken einmal. Wir halten E gedrückt, drücken jetzt einmal U, so, und sobald das jetzt draußen ist, wir können nochmal B drücken, um unsere Lichter hin anzumachen, seht ihr die Lichter oben, jetzt drücken wir Y, dann fern unsere Dings aus, wunderbar, wir können auch noch M drücken, um unsere Lichter anzumachen, yay. Supi, jetzt wollen wir aber den Kran bewegen und da war ich ja am Anfang ein bisschen unsicher, wie das geht. Also erste Sache, die wir machen wollen, müssen wir erstmal rauskriegen, also Alt und T, um den erstmal hochzukriegen. So, wo wir jetzt hier sind, da wollen wir immer rumrotieren, wir wollen ja die Kiste da hinten kriegen. Das heißt, um den jetzt zu rotieren, wollen wir Alt und F drücken. Alt und H geht auch, aber... So, jetzt kommt der schön rum, der Kran. So, dauert ein bisschen, ist natürlich nicht hundertprozentig schnell. Aber so ist es mit so einem Kran. Gleich haben wir es. So, was wir jetzt als nächstes machen, das, was ich gestern nicht geschafft habe, ist den unteren Teil ausfahren des Krans. Und zwar... War das? Lass mich mal kurz gucken. Ist Alt Y? Ja, Alt Y, damit fahren wir das aus. Wir ignorieren mal das jetzt absolut durch unsere Dings. Au, 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 au. Okay, das kollidiert, gut zu wissen. So, das ignorieren wir mal, dass wir da durchgeknallt sind. So, wie sehen wir denn von der Ausrichtung? Mal noch ein bisschen rüber. Okay. So, und jetzt wollen wir unseren Kran natürlich ausfahren. Und das machen wir mit Alt E. So, und wunderbar, unser Kran fährt aus. So, wollen wir mal ein bisschen nach hinten gehen, damit wir ein bisschen einen Blick haben. Ich weiß nicht, ich glaube den Haken können wir nicht irgendwie runter machen. Das heißt, das wird ein bisschen kompliziert. Ich würde mal ein bisschen gerne einen besseren Blick haben. So, okay. Alt E. Okay, jetzt müssen wir runter. G. Vibriert ein bisschen viel. Oh, okay. Absolut falsche Position. Nein, 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 nein. Oh Gott. Stabilisieren, stabilisieren, stabilisieren. Oder auch nicht. Aber erstmal vorher reingehauen. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen zurück. Beziehungsweise, wir machen es vielleicht einfach mal so. Wir helfen da mal mit. Wir sind der Bauarbeiter oder was auch immer, der da ein bisschen mithilft. Das hat jetzt nicht funktioniert. Okay, wie fahre ich das Ding ein? Alt Q, okay. So. Wir drücken uns da ein bisschen hoch. Passt das? Komm schon, das passt da, oder? Nee, okay. Ist nicht ganz so einfach, das auf diesen Haken zu kriegen. Ich habe das noch nicht probiert, deswegen, der scheint das nicht nehmen zu wollen. Anscheinend können wir das da irgendwie nicht rankriegen. Müssen wir die irgendwie L? Müssen wir L drücken? Ah, da, okay. Wir müssen L drücken, das geht mit Kaplan. Ah, okay, jetzt haben wir es. Jetzt können wir es, also wie ein Anhänger. Jetzt können wir das Ding hochheben. Okay. So, wieder einfahren. Absolute Operation hier. Also heute gibt es keine Crashes, heute bedienen wir Kräne, Leute. So, jetzt wollen wir vielleicht mal in die Kamera. So, jetzt wollen wir gleichzeitig hier rum. So, ist jetzt natürlich in einer bisschen blöden Position, aber das sollte schon klappen. So. Ich
Hätte natürlich gerne ein bisschen andersrum. Aber egal. Passt schon. Sagen wir es einfach mal so. Alt L. Nur L drücken. So. Nein, das wollte ich nicht. Nicht K. Okay, das bleibt drin. So, L. Stoppen. Stoppen. Weg da. Weg, weg. Lass los. Lass los. Lass los. Ich weiß nicht, wie ich das zum Loslassen kriege. Egal, wisst ihr was? Machen wir es. Es war drin. Das ist das Einzige, was gilt. So, wir wollen jetzt Y drücken. E und U. U und was ist das andere? T. So, jetzt, wir fahren jetzt einmal so rum. Lichter können wir ausmachen. Fahren wir mit dem Ding. Rausgefahren, aufpassen. Natürlich habe ich mir auch die Time-Map gesucht. Ich wollte es ja nicht zu einfach machen. Müssen wir ja auch hier schön rangieren. Oh Gott. Oh Gott. Ich mag es mir echt nicht, das einfach zu machen, oder? Gas geben kannst du aber schon ein Auto. Okay, muss ich jetzt echt. Okay, da will er jetzt gerade nicht lang, aus irgendeinem Grund. Da dreht er irgendwas durch. Naja. Okay. Wir finden schon einen Weg raus. Keine Sorge, ich bin Profi. Ich weiß, was ich tue. Aber jetzt kann es auch nicht wirklich so schnell zu bei dem Wagen. Bei dem Truck hier. Gibt es keinen anderen Weg raus? Doch, da hinten. Boah, ist der langsam. Aber man hört den Truck halt echt gar nicht. Das ist blöder. Also man hört sein Piepen, aber man hört nicht wirklich ihn fahren. So, ich will nämlich mal raus und dann will ich mal Geschwindigkeit fahren. Weißt du was? Wir können den Kran ja mal ein bisschen höher machen. Einfach damit es lustiger ist. So. So, warum nicht? So, du darfst fahren, BMG, danke. Oh. Nein, nein, wir haben definitiv keinen hohen Schwerpunkt. So, das ist eine sichere. Oh, Achtung, Regenrinne. So fährt man so einen Truck. Das ist eine sichere Operation. So ist es gedacht. Fahren wir mal kurz rüber. Boah, Traktion hat das Ding aber echt irgendwo. Keine Bank mitnehmen. Ja, die Wand braucht keiner. Die alte Kirche, die ist nur 100 Jahre. Die ist nur 180 Jahre alt. Oder? Die ist viel älter. Aua, aua, aua. Können wir nochmal hier geradeaus fahren? So, aufpassen. Nicht auf dem Balkon sein. Bloß nicht. Oh Gott, wir haben den Balkon abgerissen. Schade. Passiert. Fast einen zweiten. Ist ja nur einer. Ist egal. Kann man reparieren. Oh Gott, wir haben die Tür verloren. Was passiert mit der Tür? Keine Ahnung. Müssen wir links oder rechts? Links ist ziemlich krasse Drehung. Rechts ist besser. Jetzt muss ich hier rangieren. Ja, wir brauchen nicht. Alles gut. Gib einfach Gas. Okay, dann müssen wir es echt probieren. Rückwärtsgang. So. Okay. Okay, dann gib mal. Ach, wisst ihr was? Machen wir die einfache Variante. So. Wir ziehen einfach mal ein bisschen. Aua, 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 gegen die Front gefahren. Ja. So. So, hier rum. Ist das ein Film? Ist das ein Filmposter? A different kind of race. Ha! Two words. Cool. So, und so langsam können wir jetzt ein bisschen Speed holen. Bisschen viel. Oh Gott. Und. Das war absehbar. Okay, ja, das war mal so ein kleines Kran-Tutorial. Auf jeden Fall ziemlich cool. Ziemlich cool, gefällt mir die Mod. Was wir auf jeden Fall noch gar nicht hatten. Und damit kann man noch viele Dinge machen, die lustig sind. Wenn ihr wollt, können wir mal versuchen, mit dem Kran irgendwelche Autos zu zerstören. Das könnte doch ganz lustig sein. Und, ja, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr sehen wollt mit dem MAN hier. Und ja, wie immer bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer DCG. Haltet einmal noch ganz kurz. Im Querfeld ein. Geile Mod. Absolut geile Mod. Link ist, wie ja schon erwähnt, unten in der Beschreibung. Unser Airspeed funktioniert aus irgendeinem Grund gerade nicht. Und schaffen wir es rüber zu springen. Komm. Au. Okay. Diesmal wirklich.
Ich hoffe, es gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.